Hi, ich bin's Lisa von Einfach Lilienhaft. Heute gibt es das November-Setup und ja, ich gebe zu, etwas verspätet, denn wir haben ja heute schon den 4. November, aber es hat irgendwie nicht besser gepasst und ich dachte trotzdem, dass es eine Inspiration für dich sein kann, vielleicht für eines deiner kommenden Setups. Ich habe mir bei diesem Setup auch überlegt, mal wieder eine etwas umfangreichere Coverpage anzulegen mit einem Lettering. Und da habe ich mir jetzt hier erstmal so ein paar Hilfslinien vorgezeichnet, die Mitten gefunden und dann quasi so Orientierungslinien für den November vorgezeichnet. Und hier zähle ich erstmal ab, wie der November von den Buchstaben verteilt ist. Also hier hat man das E. Und die Mitte ist ja quasi zwischen E und M und deshalb habe ich das vorher so genau abgemessen, dass ich da ungefähr eine Orientierung habe. Und jetzt zeichne ich mir mit Bleistift Blockbuchstaben vor. Da wäre ich jetzt nicht zu genau, also man kann das schon sehr genau machen, damit es auch wirklich stimmt. Das ist jetzt hier nicht alles korrekt, aber für mich ist das auch immer nur so eine Übung, so eine Lettering-Übung, so eine Coverpage anzulegen und deshalb würde ich mich da jetzt nicht zu lange dran aufhalten. Im nächsten Schritt umrande ich das Ganze dann erstmal schwarz. Wie gesagt, hier würde ich nicht mit dem Lineal arbeiten, auch nicht zu exakt an die Sache rangehen. Einfach so ein bisschen Mut zum Ausprobieren, um einfach besser werden zu können und dann nutze ich quasi den schwarzen Filzstift, um der ganzen Sache erstmal einen Rahmen zu geben. Und das Ganze locker zu umranden. So, jetzt natürlich die Bleistiftlinien wegradieren, bevor es jetzt an die Deko-Elemente geht. Weil es ja jetzt schon ein bisschen Richtung Weihnachten geht, dachte ich so an Gold und habe jetzt hier die Buchstaben immer zur Hälfte einfach mit Strichen ausgefüllt, mit Querstrichen. Das ist natürlich ein sehr einfaches Deko-Element, aber immer ganz wirkungsvoll und das kann man relativ schnell natürlich machen. Hier oben drüber packe ich jetzt mein Kalendarium für den November, wie immer, um einfach so ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Und das lege ich auch ein bisschen größer an, weil ja doch relativ viel Platz ist. Für diejenigen, die jetzt gerne noch malen wollen, ist unten rechts natürlich noch eine Menge Platz. Ich habe das Ganze auch noch mal ein bisschen stärker jetzt umrandet. Das habe ich jetzt nicht noch mal im Detail gezeigt, aber damit das Schwarz quasi etwas intensiver ist. Auf der folgenden Seite, da mache ich jetzt eine Kombination aus Monatsübersicht und Wochenübersicht. Und zwar ist der November ja mit einem Montag gestartet und ich nehme immer hier so Mini-Weeklies, die übertrage ich jetzt auch genauso für den November, denn die kommenden 4 Wochen passen da super rein. Deshalb habe ich genau 4 Spalten angelegt und die habe ich mir jetzt abgemessen, dass ich da diese Weekly-Übersicht übernehme, die ich sonst auch nutze und ziehe das jetzt wirklich komplett einmal durch auf beiden Seiten. Also diese Linien, die ziehe ich hier freihand durch. Du kannst das natürlich auch mit Lineal machen, aber meistens geht das freihand schneller. Hier der Tipp, das Handgelenk so ein bisschen versteifen beim Linienziehen, dann werden die meistens relativ gerade, relativ in Anführungszeichen. Ja, jetzt natürlich die Wochentage, das schreibe ich hier an die Seite einfach. Und du siehst, Donnerstag ist mir immer zu lang, kürze ich einfach nur ab. Und das Ganze mache ich dann auf der rechten Seite auch nochmal, so als Orientierung in den mittleren Feldern. Da habe ich dann einfach nur die Ränder sozusagen, das reicht aber. So, dann mittlerweile arbeite ich auch mit KWs mal wieder ein bisschen mehr. Deshalb schreibe ich mir jetzt hier die KW mal drüber. Und dann kommen die Daten einfach nur in die obere rechte Ecke, ganz außen in der Spalte lege ich die tatsächlich auch auf die rechte Seite. So, und das ist dann natürlich der Fall bei mir, dass ich dann quasi den 29. und 30. November hier nicht drin habe. Aber das ist dann für mich eh im Dezember mit drin. Und jetzt hier auf der Two Lines a Day Seite, da mache ich natürlich wieder alle Tage mit rein. Denn hier möchte ich einfach nur festhalten, was war so am Tag, ein bisschen Dankbarkeit, ein bisschen Reflexion. Ja, da kann man letztendlich alles festhalten, das geht so Richtung Tagebuch und dafür nutze ich 2 volle Zeilen und die habe ich mir jetzt hier so vorbereitet. Auf der nächsten Seite, da startet dann jetzt schon der aktuelle Monat, also
Mit dem 1. November würde man dann hier starten. Hätte man jetzt gestartet, der Montag und einfach nur hier oben eine 1. Das ist mein Daily, mein klassisches. Und so starte ich dann in den Monat. Das ist es also eine Coverpage mit einem Lettering, dann diese kombinierte Monats- und Wochenübersicht, um dann die Wochenübersicht nicht mehr einzeln anzulegen, 2 lines a day, und dann starte ich direkt mit dem Daily in den November. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bist.